Hallo lieber Steinbock, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Februar 2023 bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, das hier sind Karten vom Orakel der Göttinnen. Ich werde dann am Ende dieses Videos hier auf YouTube aus dem Begleitbuch vorlesen, okay? Bevor wir zur Fortsetzung übergehen, okay? Also, schauen wir mal. Für Steinbock bitte. Im Februar 2023. Diese hier, okay. Was haben wir hier? Sarasvati. Die schönen Künste, bringe dich durch schöpferisches Tun zum Ausdruck. Bringe dich durch schöpferisches Tun zum Ausdruck. Ist so ziemlich das, was Labermäule von Unternehmern unterscheidet. Es gibt viele Menschen, die sagen, was sie vorhaben. Und es gibt auch viele Menschen, die Ideen haben. Da schwirren die Ideen nur so herum. Und was diese Menschen von jenen unterscheidet, die da wirklich auch Erfolg damit haben, ist das hier. Bringe dich durch schöpferisches Tun zum Ausdruck. Steinbock, so wie es aussieht, gibt es hier sehr viele Dinge, die du noch umzusetzen hast. Sehr viele Dinge, die du noch erschaffen sollst. Du hast da Ideen, du hast da Pläne, du willst da Projekte in Fahrt bringen. Und es kommt mir vor, wie wenn hier bisher irgendeine Blockade war bei deinem schöpferischen Ausdruck eben. Ja, die Ideen waren schon da, die Listen wurden gemacht, aber irgendwie kam da diese Fahrt nicht. Ja, so, du bist einfach nicht in Fahrt gekommen bisher. Im Februar geht es darum, endlich all das zur Blüte zu bringen. Okay, etwas zu unternehmen. Sarasvati wirkt singalesisch, Südindien, Sri Lanka. Ich werde dann am Ende dieser Legung hier aus dem Begleitbuch vorlesen, ja? Gucken wir mal. Für Steinbock bitte. Das ist so die Herrscherin-Energie, die jetzt bei dir zum Ausdruck kommt im Februar 2023. All das, was du die ganze Zeit gesammelt hast an Informationen, an Ideen, an Inspiration, findet überall bei diesen Themen findet eine Umsetzung statt im Februar 2023. Du gehst deine Dinge an. Okay. Der Gehängte. Warten, 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 das ist der Status quo. Na? Das ist der Status quo. Wir haben nach dem Gehängten, die 12. große Arkana hier, nach dem Gehängten haben wir die Todeskarte, die 13. große Arkana. Und bei der Todeskarte reitet ja ein Skelett in Richtung Sonnenaufgang. Sonnenaufgang ist immer Wiedergeburt. Ist immer, oder ein Neugeborenes sozusagen. Wir haben auch auf der Sonnenkarte haben wir ein Neugeborenes liegen. Du, Steinbock, hast diese Ideen, hast diese Pläne, weißt aber auch, dass es danach kein Zurück mehr gibt, dass dein Leben sich danach verändern wird sozusagen. Okay? Es ist komisch, also ich muss dir das nicht mal erklären, du weißt selber, dass sich dein Leben zum Besseren verändern wird. Ja, das ist kein schlechter Ort, an dem du hingehst. Aber trotzdem hat man da eine Abneigung, ja, man kann das Beste vor sich stehen haben und will aber das, was man kennt, das, was sich eingespielt hat, nicht aufgeben. Wir Menschen sind, oder wir leben gerne in unserer Komfortzone und wir wollen eigentlich nicht, dass sich sehr vieles verändert, gerade falls du ein Routinemensch bist, ja, fällt es dir dann umso schwerer, deinen Alltag auch zu verändern, ja, obwohl es hin zum Guten sein soll. Fällt es dir ein bisschen schwer, den momentanen Zustand bei dir aufzugeben? Okay? Das ist der Gehängte. Der wartet, abwartet. Schau, der Kopf, der leuchtet, ja, ist voll mit Ideen, mit Projekten, mit Dingen, die getan werden müssen, aber die Arme und Beine werden verschränkt. Okay?
Du willst dir etwas nicht aufopfern. Und dieses Etwas ist einfach, ganz einfach das, was du kennst. Ja? Ich stehe morgens um 8 Uhr auf und ich will nicht, dass sich das verändert. Um 12 Uhr esse ich Mittag und ich will nicht, dass sich das verändert. Um 15 Uhr gehe ich immer bei der Post vorbei und ich will nicht, dass sich das verändert, dass ich ab jetzt um 15 Uhr zur Bank gehe. Will ich nicht. Na, das ist so das, was dich zurückhält. Todeskarte. Sind große Arkanas. Sind große Arkanas, Steinbock, heißt, dass du hier wenig mitbestimmen darf sozusagen. Ja, dein Leben bewegt sich so oder so in diese Richtung, ob du es willst oder nicht. Du musst hier etwas loslassen, du musst hier eine Veränderung willkommen heißen, du musst hier, oder wir haben hier diesen Hierophanten, der dich da ruft, ja, sagt, der sagt, Steinbock, komm, 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 komm. Ja, und der Hierophant steht für neue Denkweisen, die du hast, ja, für neues Wissen, das du hast, für ein besseres Wissen, das du hast. Und du musst in diese Richtung gehen. Ja? Ich meine, wenn du an einem Punkt bist, wo du, oder wenn du irgendwie mit Burgern angefangen hast und jetzt an einem Punkt bist, wo du Tacos, Burger, asiatische Gerichte und all das kochen kannst. Ja, wenn du an diesem Punkt gekommen bist, wo du noch viel mehr weißt, noch viel mehr tun kannst, warum bleibst du dann immer noch bei den Burgern? Ja, weil ich lieber das Brot aufeinander stellen möchte, anstatt wie ein Taco zu falten. Ah. Bewegt sich so oder so in diese Richtung. Okay? Muss ich nicht erklären, habe ich gerade erklärt. Ja? Die Todeskarte. Sieben der Schwerter, das bist du. Mit einem kleinen Arkana kannst tun und lassen, so viel du willst, Steinbock. Diese Veränderung ist unabkehrbar. Das passiert so oder so. Das hier sind große Arkanas. Dein Leben entwickelt sich in diese neue Richtung. Du haust hier mit einem kleinen Arkana, haust du hier ab, ja, versuchst hier einer Entscheidung auszuweichen, wird aber so nicht sein. Okay? Das ist eine kleine Arkana. Das ist etwas, das du hier sozusagen auf der unteren Stufe versuchst zu verhindern. Ja, du versuchst hier eine Entscheidung da aus dem Weg zu laufen. Aber du kannst nicht, so oder so verändert sich dein Leben in diese Richtung. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es hier auf persönlicher Ebene bei dir eine Verbindung gibt, eine Person gibt, wo sich die Beziehung, die Verbindung, der Kontakt in eine bestimmte Richtung bewegt. Und diese Richtung gefällt dir nicht, Steinbock. Und du hast es nicht im Griff und es bewegt sich in diese Richtung und du kannst nichts dagegen tun. Okay? Bewegt es sich objektiv betrachtet, gesellschaftlich betrachtet in eine schlechte Richtung? Nein! Aber es zeichnet sich so langsam etwas ab, das deinen Alltag verändern könnte. Um 8 Uhr morgens, wenn ich aufstehe, küsse ich meine Kaffeetasse. Ich will nicht da irgendjemanden auf den Mund küssen und guten Morgen wünschen. Ja? In meinem Bett schlafe ich diagonal. Ich habe ein Doppelbett und ich schlafe da diagonal drauf. Ich will da nicht vertikal drauf schlafen, auf einer Seite. Ich will diese Veränderung nicht haben. Ja? Du hast es sehr bequem. Du hast es momentan sehr bequem und das willst du nicht aufgeben. Steinbock. Okay. König der Kelche, Steinbock, ich liebe dich. Steinbock, ich liebe dich. Warum drehst du mir den Rücken zu? Warum ignorierst du mich? Warum ignorierst du meine Gefühle? Ich liebe dich. Warum liebst du mich nicht? Wir haben hier, ja, mit Saraswati haben wir eine Figur, die hier am Wasser sich befindet. Ja, mit einem Fuß auch auf einer Lotusblüte hier. Hier haben wir einen König der Kelche. Eigentlich zwei Menschen, die im Herzen miteinander verbunden sind. Und eigentlich bewegt sich auch die ganze Sache hin zu etwas Positivem für euch beide. Objektiv von außen betrachtet. Aber du sagst, nein. Ist auch interessant, wir haben auch hier wieder dieses Wasser, du bist da drüben sozusagen, ist ein ähnliches Bild wie hier bei Saraswati, einfach spiegelverkehrt. Okay, siehst du es da? Schau mal.
ziemlich ähnliche Stelle, ja? Siehst du das? Hier ist Wasser, hier ist dunkelblau, hier ist Wasser. An einer ziemlich ähnlichen Stelle stehst du da hier am Wasser sozusagen. Wasser sind die Emotionen, ja? Die Emotionen, die ihr füreinander habt. Und okay. Schau mal, dein Leben bewegt sich in eine bestimmte Richtung. Es ist eine gewisse Veränderung, ja, kommt hier auf dich zu. Und du fragst dich, ob du hier bei dieser Veränderung, bei dieser Neuanordnung deines Lebens diesen Menschen überhaupt dabei haben möchtest oder nicht. Es ist wirklich, oder hier bist du noch auf diesen Menschen oder ist dein Blick noch auf diesen Menschen hier fokussiert, ja? Und hier gehst du schon wieder weg. Sind aber kleine Arkanas. Gut, das ist eine Orakelkarte, das hier ist eine kleine Arkana. Eigentlich willst du nicht Steinbock. Eigentlich, oder weil du sagst, ich habe hier bereits eine Neuordnung meines Alltags in Sicht, ja, in meinem Leben. Und ich will nicht noch zusätzlich noch diese Veränderung in meinem Leben haben, ja. Ich stehe um 8 Uhr morgens auf, küsse meine Kaffeetasse. Das ist das Erste, was ich tue. Ich will nicht mehr um 8, oder ich will ab jetzt nicht, also ab jetzt muss ich um 8.30 Uhr aufstehen und als Erstes meinen PC küssen. Ich will dann nicht auch noch um eine Veränderung haben, die noch zusätzlich etwas Neues bringt. Ja? 8.30 Uhr aufstehen, mit jemandem gemeinsam frühstücken und dann PC küssen. Nein, es ist schon eine Veränderung genug, dass ich ab jetzt ein bisschen anders leben muss, meinen Alltag ein bisschen anders gestalten muss wie sonst. Okay? Sehr komfortgetrieben, Steinbock. Hast wenig Energie für eine komplette Umwälzung deines Lebens sozusagen. Okay. Wir werden jetzt schauen. Hier läuft alles ja, um Haaresbreite zwischen euch beiden. Saraswati. Ja. Tipptopp. Saraswati. Bringe dich durch schöpferisches Tun zum Ausdruck. Botschaft der Saraswati. Du bist ein grenzenloses Wesen. Wenn es dir so scheint, als hättest du zeitliche, finanzielle oder andere Beschränkungen, so liegt dies daran, dass du zu sehr auf die materielle Welt konzentriert bist. Du kannst diese Grenzen aufheben, indem du den Mantel der materiellen Welt aus deinem Fokus rückst. Musik ist für den Ausdruck nicht materieller Ideale und Energien von höchster Bedeutung. Sie hilft uns, allen Beschränkungen des Denkens und der Existenz zu entfliehen. Umgib dich mit Musik, lass sie dein kreatives Denken stimulieren und neue Ideen in dir wecken. Fließe mit der Musik und erlaube dir, mit der Umsetzung dieser Ideen zu experimentieren. Freue dich daran, grenzenlos zu sein. Bedeutungsspektrum. Musiziere, singe, tanze, male, schreibe oder tu etwas anderes Kreatives. Studiere oder wechsle in einen Beruf, der dir schöpferischen Spielraum gibt. Nimm an einem kreativen Kurs teil. Such dir ein künstlerisches Hobby. Führe ein Tagebuch über deine kreativen Ideen. Geh in eine Gruppe, die dich in deiner Kreativität unterstützt. So, Neukreation deines Lebens, ja, die sagen hier, Saraswati sagt dir hier, oder? Passt nicht nur Dinge an, oder? Kreiert ein komplettes Leben neu. Hab einen komplett anderen Alltag. Über Saraswati. Diese Hindu-Göttin der Künste und Gattin von Brahma hilft uns bei allen Formen künstlerischen Ausdrucks, sei es durch Musik, Schreiben, Tanzen oder Reden. Sie schätzt Wissen und Kreativität höher als allen weltlichen Besitz. Ihre Symbole sind unter anderem der weiße Schwan, das indische Musikinstrument Veena und das Buch der Weisheit. Sie unterstützt uns dabei, uns auf unsere künstlerischen Projekte zu konzentrieren und uns weder ablenken zu lassen, noch sie aufzuschieben. Steinbock, ich will dir noch eine Karte ziehen. Noch eine Karte bitte für Steinbock. Was sollte Steinbock sonst noch wissen für Februar 2023? Hier. Ich habe das Gefühl, dass hier deckt nur ein Teil deiner Gefühlslage ab. Was haben wir hier? Sedna, unendliche Fülle.
Du bist mit allem versorgt, heute und immer da. Okay. Sedna? Ja? Botschaft der Sedna. Dies ist ein Universum der überfließenden Fülle, in dem es mehr als genug für jeden gibt. Doch das Energieformat dieses Planeten heißt Polarität. Hier geht es insbesondere um den Ausgleich zwischen Geben und Nehmen. Wenn du nur gibst, erschöpfst du dich, wirst widerwillig und empfindest Mangel. Deswegen siehst du diesen Menschen als Zeitraub, als Zeitverschwendung. Du sagst, ich habe nur gegeben. Und es wird jetzt wieder so sein, dass ich wieder nur geben muss. Also es kommt dir einfach nur das in den Sinn, weil du immer nur geben musstest hier. Okay. Wenn du nur gibst, erschöpfst du dich, wirst widerwillig und empfindest Mangel. Wenn du nur nimmst, kannst du dich nicht an dem erfreuen, was du hast. Der Ausgleich entsteht, wenn du furchtlos deiner inneren Führung folgend gibst und mit Freude und Dankbarkeit annimmst. Es ist genau wie Atmen. Einatmen und Ausatmen sind gleichermaßen wichtig. Übe täglich zu geben und zu empfangen und dir wird es nie an irgendetwas fehlen. Ja. Ist ja nicht so, dass nur du dich an dein Gegenüber anpassen musst. Du kannst genauso vom Gegenüber einfordern, dass er sie sich anpasst. Ja? Ist der König der Kelch oder ist da jemand, der da auf dem Wasser treibt? Der geht überall hin. Also der kann man in jede Richtung ziehen. Macht mit. Ist ein lockerer Mensch. Kein Dickkopf hier. Okay. Bedeutungsspektrum. Sorge dich nicht um deine Zukunft. Wisse, dass du immer genug zu essen haben wirst. Deine Bedürfnisse werden immer befriedigt werden. Verbringe einige Zeit am Meer. Schwimme mit Delfinen. Ziehe in die Nähe des Meeres oder auf eine Insel. Es ist so dieses Geh oder Wasser, Meer oder geh mehr in Richtung Gefühlswelt. Ja, ist so das. Zieh innerlich auch um. Zieh in die Nähe des Meeres oder auf eine Insel, geh schwimmen, segeln oder surfen, unterstütze den Schutz der Weltmeere durch deine Zeit und oder mit Geld. Über Sedna. Sie ist eine Meeresgöttin der Inuit, der Ureinwohner Alaskas. Sie erhält die Körper und die Seelen. Okay. Die Wale, Delfine und die anderen Meeresbewohner sind aus ihren Fingerspitzen entstanden, die sie bei einem tragischen Bootsunfall verloren hatte. So ist Sedna eng mit allem verbunden, was im Meer lebt. Bitte sie um Beistand, damit deine Familie gut mit allem versorgt ist. Sedna kann auch bei allem helfen, was mit dem Meer zu tun hat, zum Beispiel bei Kontakten mit Walen und Delfinen. Sie liebt besonders alle, die sich für den Schutz der Weltmeere und ihrer Lebewesen einsetzen. Hier auch am Wasser. Schau mal, es sind nicht die gleichen Blüten, aber ja, wenn man stark kurzsichtig ist, ich mache hier noch das Licht an, schau mal. Wenn man das ein bisschen kurzsichtig anschaut aus der Ferne, sind das auch wieder die gleichen Blüten. Du, Steinbock, tauch ein bisschen ein in dein Liebesleben. Hab da ein bisschen Spaß. Weil ich sehe dich hier sehr auf eine sehr ernste Art und Weise deine Ressourcen planen. Oder ich muss jetzt Zeit für das und das und das haben. Ich habe da meine Routine, so und so muss es sein. Du kannst es dir erlauben, hier ein bisschen Spaß zu haben im Februar. Ja, ein bisschen so in deine Gefühlswelt einzutauchen und ein paar schöne Stunden mit diesem König der Kelche hier zu haben. Gönn's dir. Okay? Ich werde jetzt hier mit diesen Karten schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.